Und da sind wir auch schon wieder bei Fire Emblem Awakening und abermals wollen wir eine kleine Trainingssession absolvieren und nachdem wir schon eine sandige Schlacht, eine öde Schlacht und eine eisige Schlacht haben, stellt sich natürlich nun die Frage, ob wir eine felsige Schlacht oder eine waldige Schlacht bestreiten wollen. Eine feuchte Schlacht wäre eventuellerweise sogar auch noch möglich. Und hier haben wir doch einen Stinker am Grenzpass in ja, Kapitel 5, ein relativ einfacher Kampf sollte das dann werden, aber Kampf ist Kampf und jeder Erfahrungspunkt bringt Erfahrungspunkte. Wunderbar! Wir wollen diesen Gegner herausfordern und ein Gefecht am Grenzpass absolvieren. Hoffentlich erfolgreich. Badadadam! Befinden wir uns abermals in einem kleinen Kampf. Wir wollen uns die Positionen anschauen der Gegner. Und natürlich auch deren Macht wollen wir uns anblicken. Aber ja, wirklich mächtig sind die Gegner nicht. Und eigentlich ist das ja schon fast ein Witz. Oh, der stärkste Gegner mit einer Macht von 63. Ja, ist diese kleine untote Pegasus-Ritterin. Sehr schön, kein Problem für uns. Wir können wie viele Einheiten denn mitnehmen? Was? Nur ganze 8? Ich glaube, es hackt. Aber na gut. Müssen wir halt sehen, wie wir mit denen auskommen. Cordelia und Taya könnten eventuellerweise dann sogar raus. Auf jeden Fall Taya. Wenn Donald sowieso nicht mehr mit dabei sein kann, dann kann die Taya auch erstmal rausgehen. Und wen könnten wir denn dann hier noch Erfahrungspunkte spendieren? Die hier sind alle mächtig genug. Eventuellerweise nehmen wir direkt einmal den Virion und die Selcher, wobei Selcher auch schon ziemlich mächtig ist. Ach so, geht ja gar nicht. Selcher geht ja gar nicht. Ja, wunderbar. Dann nehmen wir halt doch noch die Taya mit und Donald bleibt draußen und dann bleibt das Team vorerst so. Und dann wollen wir die Positionen nochmal ein wenig genauer bestimmen. Novi wird sich abermals mit Henry verbinden. Cordelia verbindet sich abermals mit ihrer Tochter Severa und Rake und Taya verbinden sich und Lissa und Gregor. Bedeutet, wir müssten diese beiden hier noch tauschen. Wunderbar, gar kein Problem für uns. So, du gehst mal hier hin, Cordelia geht direkt nochmal hier hin. Und eventuellerweise tauschen Henry und ja, Gregor und Novi und Lissa noch einmal den Platz. Wunderbar! Nach den ganzen Vorbereitungen wollen wir uns in das Getümmel schmeißen und alle Gegner hier besiegen. In unserer Spielerphase wollen wir aber erstmal unsere Einheiten miteinander verbinden. Wir kennen das ja, wir kennen das ja. So, Henry, du mit der Novi und Lissa mit dem Gregor und der Wake. Der irre Wake mit der düsteren Taya. Und dann wollen wir doch mal sehen, ob wir die Gegner hier weitestgehend direkt einmal vernichten können. Zack, so. Den haben wir uns hier schon mal markiert. Wunderbar, kein Problem für uns. Ach ja, der kommt sowieso verdammt weit. Und wenn wir uns hier aber auf die Festung schon stellen sollten. Es ist natürlich super geil gezeichnet mit den Gegnern hier. Aber ich finde irgendwie die Information ziemlich unübersichtlich. Und da ist mir dann doch dieses etwas kleinere Bild doch lieber. 23 Schadenspunkte machen wir, der Gegner nur 6. Sollte man meinen, ist natürlich gar kein Problem. Bei ihr hier können wir es gerade nicht nachschauen. Aber sie hat auch nur eine Stahllanze und da traue ich den Gegnern dann doch nicht ganz so viel zu. Das sollte Novi hier doch locker aushalten. Oder würde sich Henry im Kampf sogar noch besser bewähren? Ja, würde er, denn er tötet den Gegner. Novi hingegen nicht gut, dann nehmen wir den Henry. Und dann soll er hier seinen ersten Zauber schon mal wirken auf dem Schlachtfeld. Soll er den untoten Magier mit Argus-Wind direkt einmal in die ewigen Winde zerstreuen? Ein wenig Schaden für uns, aber nehmen wir locker hin. Und da liegt er auch schon am Boden. Und Henry bekommt einige Erfahrungspunkte und ein Goldbeutel S. Und da haben wir direkt noch einen. Wunderbar. Und dann wollen wir uns mit der Cordelia hier oben dem Stinker annehmen. Der steht natürlich auf einer Festung, aber es hilft ihm nicht. Er wird so oder so das Zeitliche segnen. Macht der Cordelia aber doch einiges an Schadenspunkten, wie ich gerade hier feststellen muss. Ihre Tochter würde sich da auch nicht unbedingt besser schlagen. Moment, ist das auch ein Magier?
Mit Arkuswind sogar. Arkuslicht und Elfenwind würden also schätzungsweise alle den gleichen Schaden machen. 14, 28 und dann noch einmal 42. Das wären zu viel. Wollen wir dann nicht riskieren, dass hier alle auf einmal angelaufen kommen? Wollen wir uns deren Reichweite mal ansehen? 5, 1, 2, 3, 4, 5. Könnte er auf jeden Fall angreifen und er dann wahrscheinlich auch. 1, 2, 3, 4, 5. Aber warum zeigen die das nur bis dahin an? Ist hier irgendwie schweres Gelände? Kann das sein, dass sie hier irgendwo verlangsamt werden? Festung, nee. Eigentlich ja doch nicht, oder? Aber gut, dann sollten die ja eigentlich nicht da dran kommen, dann vertraue ich darauf. Und außerdem, die Tochter von Cordelia beschützt die Cordelia dann natürlich, hoffentlich, will ich meinen. Und wir wollen uns einmal irgendeinem Stinker hier entledigen. Fragt sich gerade nur, wen wir vernichten wollen. Und ja, da der Zauberer uns gar keinen Schaden macht. Moment, wie viel Schaden macht uns die Pegasus-Ritterin? Auch null Schadenspunkte. Gut, dann greifen wir lieber erstmal den Magier hier an. Oder bekommt Lissa viel Schaden von ihm? Schauen wir einmal. Oh, das war der Gregor. Auf die Lissa gewechselt. Sehen wir, dass wir hier auch nur minimalen Schaden bekommen. Dann kann der Magier von mir aus auch die Lissa angreifen. Und wir entledigen uns der Pegasus-Ritterin hier. Der untoten Stinkerin. Der geflügelten Stinkerin. Und zack. Weg ist sie. Keine Chance für sie. Und wir bekommen ein paar popelige Erfahrungspunkte, die gar nicht mehr allzu viel bringen. Und warum, ja, kämpfe ich hier eigentlich so vorsichtig? Wir haben gesehen, dass die Gegner gar nicht mächtig waren. Ich habe vergessen, dass die Cordelia sich auf die Entfernung nicht wehren kann. Aber gut, die anderen Stinker können uns jetzt auf jeden Fall nicht erreichen. Und der Henry müsste dann eventuellerweise noch der Cordelia unter die Arme greifen. Aber erstmal... ja, greift Taya den Gegner an und der Wake natürlich auch. Unser irrer Bogenschütze. Wieder poplige Erfahrungspunkte und hier wird Henry angegriffen. Von der Pegasus-Ritterin und er erhält 0 Schadenspunkte. So mächtig sind unsere Einheiten, zumindest im Anfangsgebiet. Nachher, wenn wir dann in der Story weitermachen, wird es dann doch wieder heikel für unsere schwächeren Einheiten hier. Henry hat Waffenlevel B erreicht. Wunderbar, da kann er sich vielleicht mal ein Buch von der eiskalten Killerin ausborgen. Oder von der düsteren Taya. Und Gregor ist elegant ausgewichen. Hatte ich vergessen, auf Lissa zu wechseln. Ich bin manchmal aber auch ein kleiner Depp. Sodele, ein paar Heilungspunkte, die wir generieren konnten. Und dann wollen wir natürlich hier das jetzt mal im fliegenden Wechsel erledigen, würde ich gerne sagen. Aber da unten sind ja auch schon wieder zwei Magier. Und hier stehen sie auch alle in Reih und Glied. Bekommen wir viel Schadenspunkte? Nee, Henry auf jeden Fall nicht. Henry schafft das. Aber Cordelia schafft es hier dann doch nicht alleine. Müssen wir den taktischen Rückzug abermals antreten? Und Lissa soll sich jetzt hier mal um den Zauberer kümmern. Aus nächster Nähe. Einmal bitte mitten auf die Fresse wollen wir dem Gegner geben mit der barbarischen Axt hier. Unsere tüchtige Lissa. Und hier wurden wir einmal getroffen und sie haut einen kritischen Treffer raus. Sehr schön, Lissa. Du bewährst dich im Kampf. Du brauchst dich doch bei dem Stinker da nicht zu entschuldigen, Lissa. Ich glaube, es hackt. So viel Förmlichkeit musst du nicht an, ans Tageslicht hier legen, nur weil du eine Prinzessin bist. Einfach auf die Fresse hauen und dann wieder weitergehen, ohne großartig darüber nachzudenken. Was machen wir hier nur mit den ganzen Stinkern? Ich traue der Cordelia das ehrlich gesagt nicht zu. Haben wir eine Fernkampfwaffe? Nee, haben wir natürlich nicht. Ach so, wir haben aber noch andere Waffen dabei. Eisenschwert, Bronzeschwert, aber die machen alle nicht mehr Schadenspunkte. Ist natürlich unschön. Taya, du musst auf jeden Fall hier einmal helfen gehen. Alleine werden wir, glaube ich, nicht mit denen fertig. Und wir wollen natürlich mal schauen, wie weit er kommt. Und dann wollen wir hier erstmal den taktischen Rückzug antreten. Wie hätte es denn auch anders sein sollen? Und der Stinker kommt trotzdem an uns dran. Oh nein! Aber hatten sie ja eben auch nicht getroffen. Da standen wir aber noch im Wald. Wenn wir uns natürlich erinnern. So, wir wollen hier einmal die Pegasus-Ritterin besiegen. Ihr den Gar ausmachen. Mit unserem impulsiven Henry gar kein Problem. Da hat der Gegner auch schon Feuer gefangen. Und wurde verbrannt. Zack, die Gegnerphase beginnt. Und hier versucht sich ein Magier am Henry.
Feuer gegen Wind. Was wird wohl siegen? Aber in diesem Falle ist das Feuer einfach mächtiger als die Luft. Zack. Novi hilft nicht. Gar nicht schön, aber hier natürlich ein zweiter Versuch für Henry und eine zweite Chance für Novi. Denn auch sie könnte noch den ein oder anderen Erfahrungspunkt vertragen. Komm schon, Henry. Novi. Wunderbar. Der untote Stinker mit Elfendonner wurde vernichtet und geht nun wieder dahin, wo er hergekommen ist. Die ewigen Weiten der Unterwelt. Hier wird Cordelia angegriffen und sie weicht elegant aus. Natürlich. Da hätte ich eigentlich dann auch gar nicht so viel Angst haben brauchen. Hier wird Lissa angegriffen und bekommt die 11 Schadenspunkte. Aber das lassen wir natürlich nicht mit uns machen. Oh! Lissa ist kurz davor abzunippeln, aber weicht elegant diese Attacke aus. Wunderbar, Lissa. Wir sind alle stolz auf dich. Henry heilt sich einmal kurz und dann könnte er doch hier helfen gehen, oder? Kommt der Henry ganz gewieft von hier hinten, schleicht sich an den Gegner ran und zack, mittels Magie. Ahnt der Gegner nicht mal, wie er plötzlich dahin scheiden wird. Zack, das erste Mal getroffen und ein kleiner Schadenspunkt hier wieder für uns. Aber er haut einen kritischen Treffer raus, der impulsive Henry. Und da liegt der Gegner schon am Boden. Da lässt er sich natürlich hier nicht lumpen, unser Henry, unser Dunkelmagier. Unsere Zauberin. Ja, dann wollen wir mal sehen, wie wir die letzten Einheiten hier vernichten. Und zwar ohne mit der Wimper zu zucken. Lister, schaffst du einen von beiden? Ja, du würdest den schaffen, würdest dann aber auch 10 Schadenspunkte erhaschen. So, würde der bis nach da unten kommen? Ja. Der auch und der auch. Alle können wir aber nicht besiegen. Und wenn wir den hier stehen lassen würden, würde er 11 machen, er 10, wären nur 21. Wäre also gar kein Problem für uns. Machen wir es also. Genau so und nicht anders. Der erste Treffer und weich schon aus, Lissa. Wunderbar. Du machst dich für eine Prinzessin gar nicht mal schlecht. Aber sie ist ja auch die Schwester von unserem Prinzen Chrome, beziehungsweise mittlerweile ja König. Unser König von Elisse. So, Cordelia. Wen möchtest du denn jetzt vernichten? Ihn hier? Ja, will sie. Könnte sie sogar schaffen. Aber wir nehmen uns den Stinker hier vor. Können wir auch schaffen und bringt hoffentlich den ein oder anderen Erfahrungspunkt mehr dann. Mit unserem Schwert in der Hand. Und durch die Hilfe von Severa ist der Gegner direkt einmal vernichtet. Keine Chance für ihn. Ein paar Erfahrungspunkte für uns. Und Cordelia hat Waffenlevel C erreicht. Finally! Können wir endlich ja bessere Waffen ausrüsten und damit ist sie im Kampf noch hilfreicher. Könnten wir natürlich machen, aber ich würde es lieber dem Wake machen lassen. Er kann die Erfahrungspunkte doch noch ein wenig besser gebrauchen als unsere düstere Taya. Und ja, mit einem gekonnten Headshot hat der irre Wake hier einige Erfahrungspunkte sich aneignen können. Die letzten beiden Stinker versuchen sich an unseren Hürden, doch sie werden kläglich scheitern. Zack, einmal hier getroffen, aber direkt mittels kritischen Treffer einen Gegenangriff gewirkt. Wow, 51 mit Elfenlicht. Und ein Level-Up für Henry, das erste in dieser Training-Session, von Level 16 auf Level 17. Die KP, die Fähigkeit, die Geschwindigkeit und das Glück wurden um 1 erhöht. Mein Körper pulsiert. Werde ich explodieren? Eventuell Henry, wer weiß das schon? Wer weiß das schon? Und hier wird der irre Wake angegriffen, kann sich natürlich jetzt im Nahkampf nicht wehren. Taktisch ging er vor, der letzte Untote, aber natürlich wird er keine Chance mehr haben. 110, 107, ach so, aber die Macht ist jetzt sowieso gerade höher, da unsere Einheiten miteinander verbunden sind. Brauche ich mir also gar nicht angucken. 69 Erfahrungspunkte. Schaue ich einfach auf die Erfahrungspunkte und hoffe dann, dass wir einen finden, der eventuellerweise sogar noch ein Level dann steigen könnte. Wechseln auf die Taya 70. Das ist schon ganz knapp dran. Nee, aber der Taya gönne ich das dann doch nicht. Dann soll es die Cordelia einfach hier beenden. Wunderbar.
Ja, damit war die letzte Training-Session dann nicht ganz so rentabel wie die anderen bisher, aber vielleicht haben wir doch noch das ein oder andere Unterstützungsgespräch erhaschen können und Cordelia hat immerhin ein Waffenlevel bekommen. Das war's erst einmal mit den Untoten. Diese Gegend sollte eine Weile sicher sein. Zack, wir wollen unseren Fortschritt einmal hier abspeichern an dieser Stelle. Und dann werden wir uns jetzt noch etwas um die Ausrüstung der Charaktere kümmern, denn wenn wir uns im nächsten Part dann hier in die Nebenquest 13 begeben, das Ende der Ordnung, da wollen wir natürlich hier ausgerüstet sein, aber erstmal schauen, haben wir noch ein weiteres Unterstützungsgespräch erhaschen können? Ja, zwischen Rake und Taya. Der Rake, der alte Schlawiner hier. Erst mit der Palm, dann quatscht er noch mit der Sully und dann noch mit der Muriel und mit der Taya. Der ist ja wirklich überall, wo es Frauen gibt. Der irre Lehrmeister. Und dabei, hat er bisher eigentlich nur vom Milchmädchen einen Apfel bekommen mit einem halben Wurm. Ich glaube, die Geschichte war gelogen. Der Rake, der macht sich ja an jede ran. Sodele. Ansonsten haben wir, glaube ich, hier nicht mehr viel bekommen. Zwischen Novi und Henry haben wir, zwischen Novi und Selcha haben wir immer noch, zwischen Lonzu und Cordelia und der Severa hier. Ja, Cordelia, Severa nur, Henry, Sumia und die Novi, Gregor hat die Lissa und Muriel hat ja noch den Rake. Die eiskalte Killerin hat die Lushina und da wird auf jeden Fall im nächsten Part noch einiges auf uns zukommen. Nichtsdestotrotz wollen wir uns nun in unser Inventar einmal begeben und der Cordelia schon mal eine bessere Waffe ausrüsten. Ansonsten vergesse ich das bei gegebener Zeit ganz schnell wieder. Das Bronzeschwert kommt erstmal raus. Das brauchen wir gar nicht mehr. Das ist D, aber wir können jetzt auch schon C benutzen. Suchen wir uns also mal eine schöne C-Waffe raus. Wie zum Beispiel das Stahlschwert und das hat sie dabei. Haben wir etwa eins gefunden? Ja gut, dann schauen wir mal, ob wir noch ein anderes C-Schwert haben, das uns eventuellerweise im Kampf dienlich sein könnte. Ein Donnerschwert. Aber da die Cordelia nur eine geringe Magieanzahl hat, natürlich nicht von Vorteil. Das Glasschwert hat die eiskalte Killerin. Milde Klinge. Eliwoods Klinge hat der Lonzu. Ja, dann soll das erstmal so bleiben. Das Stahlschwert sollte doch ausreichen. Was diese Vera schon die ganze Zeit nutzen konnte. Lustig. So, das haben wir aber hier auch noch 27 Mal. Novi hat noch 53 Mal den Drachenstein. Taya hat noch Elfendonner und Nosferatu. Da könnte sie eventuellerweise doch den ein oder anderen Zauberspruch nochmal benötigen. Wie wär's denn mit Feuer? Elfenlicht. Oder haben wir noch was Stärkeres? Irgendetwas. Wie zum Beispiel Mikaias Feuer. B. War das hier oben nochmal? D, ja, da ist das ja auf jeden Fall besser. Nehmen wir uns einmal mit. Wunderbar. Können wir zwar nur 15 Mal einsetzen, aber 15 Mal ist immerhin 15 Mal. So, der Henry, der hat noch ein paar Mal Verderben und Elfenlicht. Den Goldbeutel S eignen wir uns aber an, ebenso wie die Glasaxt. Die braucht er ja nicht. Und dann wollen wir auch für ihn ein weiteres Buch denn mal raussuchen. Wie wäre es denn hier mit Elfenwind? Dann ist der im Vorteil gegenüber Pegasus-Ritterinnen. Der Rake hat den Bronzebogen nur noch 10 Mal und Hektors Axt auch nicht mehr wirklich oft. Und mit der Stärkung kannst du doch sowieso nichts anfangen, Rake. Irre Rake, was machst du hier nur? Bronzebogen. Wir schauen mal, ob wir dir vielleicht einfach einen neuen Bronzebogen geben. Den sollst du dir mal nehmen und dann eine Axt wäre natürlich auch nicht verkehrt. Haben wir denn hier noch eine? Rake kann Äxte bis Level B benutzen, also eine Silberaxt, die hat aber die Zelcher, die hat die Lissa. Eine Meisteraxt, eine meisterliche Axt, ja, nimm die einfach mal, Rake. Wunderbar, und dann wollen wir noch schauen, Lissa hat eigentlich alles, was sie braucht, auch der Gregor Donnell ebenfalls. Chrome sowieso, mit seinem Fälkchen ist er nie waffenlos, das Tirefing haben wir aber leider nur noch 4 Mal. Sully, eine Eisenlanze, Muriel hat gar keine Waffe, eine Schweinerei, wollen wir natürlich ändern, sie ist eine Zauberin und sie bekommt hier einfach mal ein Feuer. Viel bessere Waffen kann sie sowieso gerade nicht benutzen, obwohl Elfendonner könnte sie sich noch aneignen, machen wir dann natürlich auch. Unsere eiskalte Killerin hat das Donnerschwert noch 25 Mal, andere Waffen ebenfalls, Pallen hier und da. Achso, wenn euch das übrigens gerade gar nicht mehr interessiert, ich glaube, viel passiert nicht mehr in dem Part, in der kleinen Training-Session, dann könnt ihr gern schon ausmachen, aber ich mache das jetzt hier noch zu Ende.
Luna haben wir, Rettung haben wir noch zweimal, Heilung 18 Mal, Geibolg 13 Mal, wunderbar. Lushina, ein Dimensionsfältchen und das Rapier sollte eigentlich reichen. Zeltscher hat auch noch genügend Waffen, zwar nicht mehr alle im Überschuss, aber ja, die Waffen sind halt dafür ziemlich zahlreich. Und dann wollen wir hier erstmal die Fitzelchenreste auch alle aufbrauchen. Lonzu, da sieht es eigentlich genauso aus gerade wie bei der Zeltscher, wunderbar. Anna, ja, Varion hat ganz viele Bögen dabei. Der ist gut ausgerüstet, das sieht gerade echt krass aus. Der Stahlbogen, der Langbogen, der Meisterbogen und noch der Sakralbogen. Der Ricken, der hat ja auch nichts. Mensch, Mensch, Mensch. Ricken, du musst dich ja bald, Belde, mit der Maribel verbinden. Und wir wollen dir deswegen auch schon mal die ein oder andere Waffe in die Hand drücken. Und haben wir vielleicht noch irgendetwas mit Wind, Arkuswind, sehr schön. So, dann hier wieder raus. Ja, Byron hatten wir. Cyrie ist auch noch ziemlich gut dabei. Linfan ebenfalls. Und die Olivia auch. Ja, sie tanzt ja sowieso eigentlich, wenn nur. Der Stahl ist auch noch voll ausgerüstet. Maribel auch. Gaius könnte. Bräuchte aber nicht unbedingt. Libra hat auch noch alles, was er braucht. Der Kellam ebenfalls. Und ja, hier sind ja unsere Einheiten, die wir eigentlich gar nicht mehr benutzen. Und Frederik hat. Ja, komm, den geben wir einfach nochmal was. Wer weiß. Vielleicht kommt der irgendwann nochmal zurück ins Team und dann soll er sich hier einfach mal. Nee, eine Eisenlanze wäre zu billig. Soll er sich hier schon eine weitere Silberlanze wieder genehmigen dürfen? An dieser Stelle verabschiede ich mich dann von euch und ich hoffe, ihr seid im nächsten Part dann wieder mit dabei, wenn es heißt, es warten ganz viele Unterstützungsgespräche auf uns. Bis denn dann, ciao!